von diesen schwächlichen Kämpfen könnte sich einer wahren Rekerausforderung. Ja. Willkommen zurück. Erzählt mir, was ihr erfahren habt. Ihr seid hier. Das trifft sich gut. Ich bin selbst gerade erst zurückgekehrt. Konntet ihr Kontakt zu den Rebellen herstellen? Habt ihr Arana getroffen? Ich spürte eine Täuschung, doch ihre Illusion ist mächtig. Wie sonst hätte sie ihr wahres Wesen vor mir verbergen können? Was Arana angeht, meint ihr, wir können sie und ihre Rebellen überzeugen, sich unserer Sache anzuschließen? Ihr habt mit Rada gesprochen? Hat er... Vergesst es. Wenn Rada al-Saran hier ist, wird unsere Zeit knapp. Sprecht mit Kadach. Wenn er meint, dass das, was ihr zu sagen habt, es wert ist, wird er vielleicht endlich bereit sein, mit mir zusammenzuarbeiten. Dann können wir einen Plan schmieden, um mit der Grauen Schar fertig zu werden. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Rada al-Saran und ich einander wieder über den Weg laufen. Ich hätte nur nicht gedacht, dass es derart bald sein würde. Rada al-Saran und ich, wir haben eine Vorgeschichte voller Verwicklungen. Es gab eine Zeit, als er und ich ein gemeinsames Ziel verfolgten. Wir wollten das Leben und das Wohlergehen der Vampire bewahren. Damals wie heute litt unsere Art unter Molag Baals Fluch und der Grausamkeit sterblicher Jäger. Nicht wirklich, zumindest nicht auf einmal. Als ich Rada zum ersten Mal traf, war er ungeheuer stolz, aber auch völlig im Bann seiner Fehler. Er versuchte, sich durch Blutvergießen und Kampf Erleichterung zu verschaffen, doch er war auf einem völligen Irrweg. Ich tat mein Bestes, um ihm zu helfen. Ja, seine Blutlust wich der Innenschau, und aus Innenschau wurde das Lernen. Er war ohnehin schon ein Gelehrter ohnegleichen. Alle Ansei waren das. Doch er entwickelte eine Faszination für Schriften über Vampire. So fand er schließlich ein neues Ziel. Die vampirische Erlösung. Um sie zu erreichen, musste er Molag Baals Macht über uns brechen und die Sterblichen davon abhalten, uns zu jagen. Ich sprach mich für Frieden mit den Sterblichen aus, und eine Weile hat er sich darauf eingelassen. Doch die Dinge änderten sich, und ich verließ die Graue Schar. Ich dachte, er wäre mit ihr gestorben. Ich wollte die Welt zu einem besseren Ort machen. Ich dachte, der Graue Rat könnte mir helfen. Doch als er zur Grauen Schar wurde... Ich gründete Haus Rabenwacht als Buße. Für Dinge, die ich nicht tat. Freunde, die ich nicht rettete. Vor Sterblichen und vor sich selbst. Eine Meldung von Wächterin Burtfell. Die Graue Schar... Ich will davon nichts mehr hören! Geht! Ich will mit der Außenseiterin sprechen. Die Außenseiterin kehrt zurück. Doch seid ihr eine wahre Kriegerin oder ein Parasit wie diese verdammten Blutegel? Habt ihr getan, worum Fürstin Belein bat? Habt ihr euch um Arana gekümmert? Sagt mir, dass ihr ihren Kopf in eurem Bündel habt.
Ich habe einen Pfahl auf den Mauern, den er schmücken kann. Das ist nicht, was ich euch zu untersuchen gebeten hatte. Dennoch bestätigt es meine eigenen Verdachtsmomente gegenüber meiner Festungshexe. Schaut nicht so überrascht. Ich bin nicht halb so dumm, wie die Leute meinen, Vagabundin. Erlaubt? Ich kann die Leute, denen ich es erlaube, sich in der Festung Unterstein aufzuhalten, an drei Fingern abzählen. Der Rest, der kommt und geht, wie er will. Lasst mich euch vom Tanz der glühenden Asche erzählen. Das ist eine Zeremonie, die wir hier im Reg durchführen. Habt ihr davon gehört? Wir schnappen uns eine Handvoll heißer Kohlen und tanzen auf einem Bett aus Stroh. Diese Kohlen verbrennen einen, Vagabundin, bis auf die Knochen. Doch wenn man auch nur eine fallen lässt, fängt das Stroh Feuer und die Flammen tragen einen zu Molag Baal. Versteht ihr? Belein ist heiße Kohle und deshalb halte ich sie gut fest. Ich werde meine Klinge wetzen und warten. Falls ihr und der Adlige vorhabt, gegen die graue Schar zu kämpfen, werde ich euch nicht aufhalten. Doch vergesst nicht, Markarth ist mehr als nur Dwemer Steine und hohe Mauern. Es ist Stärke. Seht zu, dass Arana das begreift. So könnt ihr helfen. Bittet ihr immer noch? Ich sollte euch die Zunge aus dem Hals reißen lassen und... Verflucht, Vagabunden! Ein Gefallen für einen Gefallen. Ei, so ist es im Regbrauch. In Ordnung. Richtet es dem Adligen aus. Art Kadach wird ihn sehen, wann immer er bereit dafür ist. Ihr meint, dass es töricht ist, Fürstin Belein so eng bei sich zu halten, nicht wahr? Es braucht eine gewisse Narretei, um über diesen Ort zu herrschen. Wusstet ihr das nicht? Sagt dies eurem Hochelfengrafen. Ich stimme einem Treffen zu, wenn er denn unbedingt will. Weil ich der Art von Markarth bin und sie sich weigert, meinen Befehlen zu folgen. Hört mal, jeder Rehkrieger, der in Aranas privaten Krieg gegen die graue Schar mitkämpft, macht uns alle schwächer. Wir brauchen unsere Kraft, jetzt mehr als je zuvor. Markarth ist derzeit der sicherste Ort. Ganz gleich, wie gut Arana und ihre Rebellen die Hügel kennen. Die Vampire und Werwölfe werden ihre Fährte aufnehmen. Wenn sie weiter meine besten Kämpfer das Leben kostet, schwöre ich, dass ich sie an den eigenen Eingeweiden an den Stadtmauern aufhängen werde. Wir haben eine Abmachung getroffen. Wir sammeln uns in der Stadt und lassen sie ungestört jenen Dwemer und Fug finden, der sie überhaupt erst ins Reg geführt hat. Natürlich hat Fürstin Belein diesen Frieden ausgehandelt. Von daher vermute ich, dass unsere Übereinkunft wohl fragwürdig ist. Die Stadtmauern sind unsere stärkste Waffe, Vagabundin. Wie Grabsteine markieren sie die Tausenden von Gegnern, die bei dem Versuch gestorben sind, Markarths Verteidigung zu durchbrechen. Wir werden auf den richtigen Augenblick warten, bis die graue Schar ihre wahren Ziele offenbart. Dann handeln wir. Das ist ein Titel, der mir von Außenseitern verliehen wurde. Ich benutze ihn, um die Nachbarn zu ängstigen und das Gesindel fernzuhalten. Ich bin der Art von Markarth. Leovic, der letzte Langhauskaiser, war mein Vetter. Ich habe den Thron durch Blut geerbt. Ich musste auch mit Blut dafür sorgen, dass ich ihn behalte. Ihr stellt mehr Fragen als meine dritte Gattin. Leovics Clan, mein Clan, stritt sich um die Brosamen, nachdem Varen meinen Vetter ermordet hatte. Schon bald kamen sie, um sich meine Stadt zu holen. Also band ich ihnen die Knöchel zusammen und schleuderte sie allesamt hinunter auf die Felsen. Kopf voran. Alles, was von ihm noch übrig war, ei. Und das heißt hingerichtet, nicht ermordet. Mit der rechten Hand bietet ein Art Nahrung, Freiheit und Schutz.
Mit der Linken verheißt er Grausamkeit und Strafe. Wer die Rechte neidet, bekommt die Linke. So einfach ist das. Nein, die Geschichte ist viel schlimmer. Und nein, ich werde diese Geschichte heute nicht erzählen. Belein ist nicht zurückgekehrt. Ich hielt meine Augen offen, aber Fürstin Belein ist nicht in die Festung Unterstein zurückgekehrt. Ich frage mich, wie der Art wohl mit ihr umgehen will. Wo wir gerade von Art Kadach sprechen, wird er mich denn jetzt treffen? Wird er uns helfen, Rade Al-Saran und die Graue Schar aufzuhalten? Das ist wenigstens ein Fortschritt. Und weiter, als ich allein gekommen bin. Hab Dank. Ich werde mit Kadach sprechen. Dann sollten wir an Arana herantreten. Wir brauchen die Hilfe der Rebellen und noch einiges mehr, wenn wir die Graue Schar besiegen wollen. Eure Untersuchung hat aufgedeckt, dass Art Kadachs Beraterin Fürstin Belein mit der Grauen Schar zusammenarbeitet. Und dass sie eine Vampirin ist. Das vor mir zu verbergen, erfordert große Macht. Erzählt mir, was ihr sonst noch bei ihrem Gespräch mit Rade Al-Saran gehört habt. Dank eurer Warnung kann Art Kadach entscheiden, ob er in Zukunft Fürstin Belains Rat folgen wird. Wieso sie möchte, dass sich die Rake-Mannen in der Stadt versammeln, ist eine andere Frage, über die ich nachdenken muss. Hattet ihr sonst noch etwas Wichtiges bei dem Wortwechsel gehört? Rade Al-Saran hat schon einmal versucht, Wema-Maschinen einzusetzen, doch daraus wurde nichts. Interessant. Bei der Begehung der Stadt habe ich Nolovan getroffen. Er arbeitet im südöstlichen Abschnitt von Markart mit Wema-Schrott. Vielleicht kann er uns zu diesem Schlüsselstein führen, bevor Fürstin Belein ihn sich beschaffen kann. Auch wenn sie die Ruinen verlorener Zivilisationen in Beschlag nehmen, wollen nur wenige Rake-Mannen etwas mit Wema-Geräten zu tun haben. Deshalb fasziniert mich Nolovan. Während ihr mit ihm sprecht, werde ich Aranas Rebellen aufsuchen. Falls ich sie nicht finden kann, werden sie doch sicher mich bemerken. Und das werde ich auch tun. Kurz. Kadach hat eine Stadt voller Rake-Mannen, um die er sich kümmern muss. Da will ich ihn nicht über Gebühr ablenken. Dann muss ich Arana ausfindig machen. Wenn wir die Rebellen dazu bringen, mit uns gegen die Graue Schar zusammenzuarbeiten, stehen unsere Chancen gar nicht mehr so schlecht. Hey, ihr seid eine Außenseiterin. Ich schätze, dass der Art uns dieses Gekratze aufstellen ließ, das er Schilder nennt, hat wirklich was gebracht. Es hat euch geradewegs zu meinem Geschäft geführt. Leider haben wir gerade geschlossen. Kommt später wieder und bringt euer Gold mit. Akzent. Klingt wemerisch. Ich schätze, deshalb seid ihr zu mir gekommen. Niemand in Markart weiß mehr über das tiefe Volk und seinen Schrott als der alte Nolovan. Also Schlüsselsteine, das ist eine andere Sache. Das könnte sich vielleicht auf einen Keil beziehen, der einen Bogen hält. Nun, das ist die andere Sorte. Ihr findet vielleicht einen in Betatseel. Ich könnte euch eine Karte zu jenem Ort verkaufen, doch billig wird das nicht. Oder ihr bekommt die Karte als Bezahlung, wenn ihr einen einfachen Auftrag für mich erfüllt.
Schnelle Arbeit, die mir aber sehr helfen würde. Ja, das sollte mehr als reichen. Hier ist eure Karte. Sie führt euch direkt nach Ptah-Zil. Das garantiere ich. Ihr müsst vielleicht ein bisschen suchen, um den Eingang zu finden, doch diese Karte wird euch in die Nähe bringen. Bitte entschuldigt mich jetzt, aber ich habe noch so viel Arbeit, bevor ich den Laden eröffnen kann. Hey, ihr da! Verandis braucht euch! Verandis meinte, er hätte euch geschickt, um mit dem Schrotthändler zu sprechen, und da seid ihr auch. Es tut übrigens gut, euch zu sehen. Jedenfalls muss Verandis mit euch sprechen. Auf der Stelle, sagte er. Also, gehen wir. Das hat er. Hier. Ich markiere den Ort auf eurer Karte. Das ist der Rebellenunterschlupf. So nennen Arana und ihre Leute das Lager im Vorgebirge. Verandis will, dass ihr ihn dort trefft. Ihr solltet euch beeilen. Verandis weiß mit Worten umzugehen, doch er ist immer noch ein langatmig, daherschwafelnder Hochelfenvampir von edlem Geblüt aus Hochfels. Und jede dieser Eigenschaften kann einen im Raik das Leben kosten. Lustig, dass ihr das erwähnt. Oh, er ging hinaus ins Vorgebirge, das stimmt schon. Doch noch ehe Verandis die Rebellen finden konnte, fanden die Rebellen ihn. Scheint gut zu laufen, zumindest für den Augenblick. Was gibt es da zu erzählen? Es ist ein Rekmannenlager im Vorgebirge. Wahrscheinlich der Hauptstützpunkt der Rebellen, doch da rate ich nur. Ich war bei Verandis, als die Rebellen uns umzingelten. Ich wollte kämpfen, doch der Graf hielt mich zurück. Dann ist Arana aufgetaucht. Wartet, lasst mich nachdenken. Das Lager ist in einer alten nordischen Ruine. Die ist erstaunlich robust für etwas, was schon vor langer Zeit aufgegeben wurde. Den Rebellen schienen die Vorräte auszugehen. Proviant, Waffen, Rüstungen. Nun, das Reden haben zum großen Teil sie und Verandis übernommen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich der Hexe vertraue. Aber ich vertraue Verandis. Er sagt, sie wäre eine Freundin und das reicht mir. Ah, Arana, hier kommt meine Mitstreiterin. Ei, ich kenne sie. Sehr gut, Verandis. Ich werde mit ihr sprechen. Ich sehe, auf das Wort von Verandis ist Verlass. Er meinte, ich könnte mit euch verhandeln, und das seid ihr nun. Der Graf hat mir erzählt, dass Fürstin Belain und der Anführer der Grauen Schar, Radha al-Saran,
nach einem mächtigen Relikt trachten. Der Arkzant-Schlüsselstein. Stimmt das? Lasst mich mal eure Karte sehen. Ja, ich kenne diesen Namen. Doch Dwemer-Unfug durchzieht die gesamten Knochen des Rake. Es könnte überall sein. Meine Mutter nannte diesen Ort das fauchende Labyrinth. Sie sagte immer, er wäre voller mechanischer Monster, die einen Silberschatz bewachen. Drei Markierungen. Drei zu durchsuchende Orte. Alles klar. Ich werde euch und Verandis helfen, doch nicht bevor die Geister unser Bündnis gesegnet haben. Ich möchte, dass ihr ein Ritual durchführt. Wenn die Geister euch wohlgesonnen sind, werden wir uns gemeinsam der grauen Schar entgegenstellen. Denkt stets zuversichtlich, Bussard. Immer schön zuversichtlich. Nehmt am Ritual teil. Dann werden wir sehen, was wir sehen werden. Ohne den Segen der Geister wäre es unziemlich, diese Allianz voranzutreiben. Das Ritual beginnt mit der Vorbereitung. Sammelt einen Dornenherzsamen, das Auge einer Rabenvettel und eine Handvoll hellen Flussschiefer. Sucht im Osten, Westen und Süden. Wann immer verschiedene Clans zu einem gemeinsamen Vorhaben zusammenkommen, suchen wir den Segen der Geister, um zu bestätigen, dass wir das Richtige tun. Wir werden den Jäger bitten, unsere Herzen aneinander zu binden. Wenn er Stärke in euch sieht, packen wir uns bei den Armen und das Band ist geschlossen. Braucht ihr dafür auch eine Karte, hm? Wie ich sagte, das Ritual beginnt mit der Vorbereitung. Wir brauchen drei Dinge. Einen Dornenherzsamen, etwas hellen Flussschiefer und das Auge einer Rabenvettel. Sie wachsen in den Hügeln im Süden. Vergesst bloß eure Handschuhe nicht. Die Dornen sind schärfer als Dagons Klinge. Seht im Norden und Westen nach, entlang des Flussufers. Geister pirschen durch die Gegend, also lasst Vorsicht walten. Feen und Zweiglinge und derlei Dinge. Ich würde sie ja für euch einschläfern, aber das wäre geschummelt. Im Kopf einer Rabenvettel natürlich. Oder in einem Einmachglas. Sie nehmen ihre eigenen Augen heraus, um sie auch bei Ritualen zu verwenden. Es gibt einen Zirkel im Osten von hier. Nichts mehr als ein Schwarm krötenleckender Wurzelhorterinnen, die immer die besten Kräuter stehlen. Namira soll den ganzen Haufen holen. Ihr wollt etwas über das alte Elchauge wissen? Den Wolfsflüsterer? Den Herrn der Jagd? Ihr kennt ihn wahrscheinlich als Hircine. Wir können auch eure Götter noch anrufen, falls ihr das vorzieht. Wollt ihr wetten, wer zuerst antwortet? Wir werden zumindest etwas von einem der Jungen von Hircine hören. Oder einen Hinweis von einem Fuchsgeist oder einem blutigen Hirsch bekommen. Ihr lehnt doch das Ritual nicht ab, oder? Ach, ist das so? Ich dachte mir schon, dass ich den Wolf an euch rieche. Gut. Ich hoffe, ihr habt ein, zwei Dinge gelernt. Wir werden diese Schleue schon bald brauchen. Viele. Aber nicht alle. Wir haben Enklaven überall in diesen Hügeln. Doch das sind nicht meine Krieger, Bussard. Für den Augenblick Ei. Doch diese Krieger leisten keine Eide und schwören keine Lehnstreue. Sie dienen ihrem Clan, dem Reik und dem Mut, den sie auf dem Herzen gemalt tragen. Nichts und niemandem sonst. Sie wandern zurück in die Hügel, um ihre eigenen Schlachten zu schlagen. Alte wie neue. Dieser Ärger mit der grauen Schar hat ganze Clans in Stücke gerissen. Söhne gegen ihre Väter und Häuptlinge gegen weise Frauen aufgebracht. Es wird viele Jahreszeiten brauchen, um das Reck wieder zusammenzuflicken. Nein. Nein, ist er nicht. Lasst uns über etwas anderes sprechen, in Ordnung?
Tür! Unnatürliche Hexenstürme? Nicht sagen, Drake. Ich glaube nicht, dass wir die Ersten sind, die hier lagern. Jede Menge frische Spuren. Ruht euch etwas aus. Die Götter werden über uns wachen.